Ist es an? Okay. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel, ihr seid hier auf dem Kanal von Truppe 4. Ja, das Jahr 2015 ist endlich da. 2014 war trotzdem ein super Jahr. Und heute möchte ich euch deswegen meine witzigsten Momente aus meinen Videos vom Jahr 2014 zeigen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Ansehen wie ich beim Erstellen der Videos und ihr bleibt mir weiterhin treu. Das wäre das Schönste. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für das Jahr 2015 und wir sehen uns. Viel Spaß beim Ansehen. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem, naja, Let's Play Classic und zwar Dead Space. Dead Space habe ich noch nie durchgespielt. Ich habe mir mal den Anfang angetan, habe das Spiel durch einen Humble Bundle bekommen und muss ehrlich gestehen, ich bin kein Fan von Horrorspielen. Soll heißen, ich piss mir direkt in die Hose, ey. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Wir reden doch. Das Feld ist zu stark! Oh Gott. Okay, das Spiel ist also auch nicht zu Epileptiker. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es hier scheiß dunkel ist, aber das hat gerade gut in den Augen geblitzt. Sind alle okay? Ja, bis auf Augenschmerzen. Okay, hier ist mir ein bisschen zu viel Blut. Okay, noch mehr Blut, auch gut. Blut, überall Blut. Sicherheitsbericht laden. Sieht nicht gut aus. Okay, wo lang? What the hell? Ich hasse es jetzt schon. Und die Kamera ist für den Arsch. Und die Kamera ist so für den Arsch. Die Kamera! Die Kamera! Kamera, 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 Kamera! Mach die Tür zu! Mach doch die Tür zu! Gott! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das war's wohl. What the fuck? Krieg ich Waffen? Waffen? Hallo? Waffen? Geil. Loot not leveln und der Typ da, der kackt schon ab. Was war das? Ach, das sind meine eigenen Schritte, ich dummer Idiot. Was liegt hier? Audiolog. Hier spricht Benson, alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Okay, hört sich nach einer entspannten Mittagspause an. Hallo? Oh Gott. Bist du tot? Ich gehe auf Nummer sicher. Oh Gott, du Bitch! Was? Was? Halt's Maul! Ich hab wieder eine Speicherstation. Hallo, das war jetzt aber nicht so hart. Was? Was? Hallo, ich bin der freundliche Daniel. Ich habe mit niemandem Probleme. Muss das sein? Ach komm. Oh, das ist aber jetzt echt scheiße. Hallo? Danke! Wir gucken erstmal, was hier noch so für Sachen liegen. Da ist ein offenes Fenster. Wieder Geld. Das braucht man. Blablabla! 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 Stase!
Ich bin nicht für solche Spiele gemacht, Mann. Der hat genau in dem Moment hat er sein komisches Ding ausgepackt, Alter. Warum ist es eigentlich hier immer so laut? Oh, komm! Kommt der denn her? Waggonersetzung abgeschlossen. Fuck, hab ich ihn in die Hosen gekackt. Plasma. Warte. Oh, was steht denn hier auf dem Boden? Lieber Daniel, deine Let's Play Videos sind super. Ich bin ein großer Fan von deinen Videos. Gezeichnet Skinny. Danke, lieber Skinny. Freut mich natürlich. Er kommt hier jetzt 100 Pro. Irgendwas passiert hier jetzt. Und tschüss. Gott. Ah, was jetzt? Ich spiel Battlefield, ihr Penner! Okay. Wundert euch nicht, wieso manchmal so ein Schnitt kommt. Das liegt einfach daran, dass ich ab und zu mal die Aufnahme neu starte, damit die FPS wieder hochgeht. Denn ich habe heute wieder ein wenig Aufnahmenprobleme. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und er hat einfach mal vorbeigetreten und diese Kiste explodiert aus reiner Angst. Aus reinem Respekt explodiert diese Kiste. Da kommt ja noch deiner. Hast du genug? Gut für dich. Was ist das? Da habe ich doch irgendwas. Du alte Sau! Wo kommen die überall her? Habe ich nicht bald die ganze Besatzung? Wie viele Leute können schon auf so einem Schiff gelebt haben, Mann? Oh, ich hasse Aufzüge. Vor allem bei sowas. Wer fährt bei sowas noch mit Aufzügen? Es ist einfach nur laut und nervig. Wie alles andere hier wahrscheinlich. Du Bitch, Alter! Hallo! Wow. Wow. Hier hatte wohl einer seine Periode. What the hell? Oh Mann. Scheiß Bitch, Alter. Was liegt da am Boden? Okay, da war nichts. Okay, hier um die Ecke ist es. Hua, Toma! Wo willst du hin? Hä? Ist es richtig so? Kopf ab! Oh Gott! Was ist das?
Oh Gott, ich mach direkt nochmal Ekstase oder wie das heißt. Wie laut schnach? Oh, mit A. Wer hat sich diese behinderte Steuerung ausgedacht? Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ja, ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ich wünsche mir erstmal selbst Glück, Bitch. Okay. Schadensbericht. Status, Tür verschlossen. Tür geöffnet, Tür geöffnet, Tür geöffnet, Tür geöffnet. Sicherheit hoch? Was? Welcher Spezialist hat da denn gelogen? Ah, okay, chinesische Fabrikate, also. Kann man hier Munition sammeln oder so ein Shit? Oder, keine Ahnung, eine Railgun? Feindliche Lebensform entdeckt. Wo? Wow, was geht hier ab, Alter? Wow! Alter! What the hell? Ja, das war's mit unserem Flieger. Sehr geil. Ach komm, ey. Da drück ich dir direkt erstmal eine Stase. Verpiss dich, ey. Ja, Rettungstrupps! Toll! Da kommen sie, die Rettungstrupps! Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das ja, das Shuttle, das hat sich verabschiedet. Nein. Ist es Französisch? Attention? Ja, Mann, das ist Französisch. Le Baguette in die Arsch. Ja, ich würde gern auf mein Inventar zugreifen und dort. Ah, man kann so die Waffen wechseln. Ja, toll. Danke, Tutorial. Boah, sieht das fett aus. Jetzt können die Bitches kommen. Da ist sie auch schon. Peng. There's always Peng. Toll. Das war das erste Kapitel. Wie viel gibt's? Hoffentlich nur zwei. Das ist anscheinend McCoy. McCoy ohne Beine, wer ihn nicht kennt. Ja, jetzt kennt ihn. Das ist seine Freundin. Moment, ich muss mir einen lustigen Namen ausdenken. Ah, Annette Augenbinde. Und ja, die beiden sind halt schon ein bisschen länger zusammen. Ihr kennt es ja. Und ich wette, die steht jetzt gleich wieder auf. Bitch. Bitch. Ist ja saugeil. Ich kann Leute als Schutzschild benutzen. Okay, dich legen wir hier erstmal rein. Gut. Ja, ich hab's verstanden. Was ist mit dir, Holmes? So, der McCoy, den... Huch, entschuldige, McCoy. Dich legen wir auch dazu. Ja. Cool. Den Rest kann die Putzkolonne übernehmen. Ah, und hier kann man... Was sind das denn für Menschen? What the fuck? Also das ist Tine Wittler, das erkenne ich. Aber was soll das sein? Hallo? Gefährliche Anomalie registriert. Oh, Halsmaul, ey. Halsmaul. Oh, fuck! Bitch! Ja, was? Mann, deine Eltern müssen echt stolz auf dich sein, Holmes. Mann, deine Eltern müssen echt stolz auf dich sein, Holmes. Okay, oh Gott, da bin ich wieder mit dem Plasma-Cutter unterwegs, ey. Oh, da unten. Ich alter Scharfschütze, hä? Wow! Wow! Bitches on the block, Alter! Quarantäne aufgehoben. Ja Gott, ich hab so genug von dem Scheiß. Ich hab so genug, dass mein Inventar voll ist.
Domus Aviar. Esel. What's it say about that? It says Bricklebit in an older elfish hand. What's Bricklebit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Was? Bricklebit. Das hört sich an wie so eine Rockgruppe. Das neue Album von Bricklebit. Hardcore Lifestyle like a motherfucker. Jetzt im Handel. Oh, Robin Hood, hä? Huh? Shit. What is it? Oh my god. Don't touch anything. Is this? Lily Metter. Ist das Ketchup? Mr. Smith. Ja, Heinz Ketchup. Diese Woche im Fabletown Supermarkt. Heinz Tomatenketchup. Die 1 Liter Flasche nur unschlagbare 1,75 Euro. Eignet sich super zum aufs Bett schmieren und ist garantiert keine Produktplatzierung. Fabletown Supermarkt. Weil wir geil sind. Hallo und herzlich willkommen hier zum absolut besten Spiel aller Zeiten. Nein, es ist übrigens nicht übertrieben und ich bin auch nicht gekauft von Namco Bandai. Dark Souls 2. Und da ist er. Beziehungsweise da ist sie. Tene Wittler. Ist sie nicht schön? Oh, gönnt euch die Finger. Maximale Nagelpflege, ey. Ja. Awkward Moment. Ich zünde auf jeden Fall das noch an, was ich kann. Und das hat sich gereimt. Das ist der neue Hit von Bricklebit übrigens. Ich zünde nur an, was ich kann. This is a Soundbeat Production. Ich zünd nur an, was ich kann, komm ran, Mann, und zünd die Lunte an, Mann. Bricklebit ist zurück und bringt den Shit. Kauft unser Album. Yeah, wir rasieren alles. 56127, Fabletown am Main. Oh, Rip-Szene zerfickt. Ist ein kleiner Insider. Wenn das mein erstes Video ist, wenn das euer erstes Video ist, was ihr euch von mir anseht. Naja. Dann habt ihr hier Textbausteine, die ihr machen könnt. Ja, könnt ihr Kreatur und so immer angeben, ja. Und ist extra so gemacht, dass man nicht überall schreibt Penis, 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 Vagina, Penis, Penis. Na, was soll das denn, Junge? Habe ich mich aber ganz arg verdrückt. Eine Sache sei noch gesagt. Alter, was geht denn bei mir draußen? Damit wieder irgend so ein Spaß sein Rasen. Ich hole jetzt erstmal Seite. Dann mache ich erstmal das Fenster zu. Dachte ich mir, hey, ein bisschen frische Luft und so. Am Arsch. Und ich muss erstmal Origin ausmachen. Denn das geht gar nicht. Ich spiele hier mit 33 FPS. Mit Frame Drops, ja. Jetzt 50. Es droppt die ganze Zeit, weil ich in Origin gerade das Dreckspiel Battlefield 4 runterlade. Also, bis gleich. Oh Gott, die Harpunen-Spackos. Nee, die Speerspackos. Nee, danke. Meine absoluten Hassgegner im ganzen Spiel. Denn die Witzbolde drehen sich mit, haben Schild und Speer und das ist echt nicht fair. Haha, hat sich gereimt. Aber dieses Mal ist es kein Hit von Bricklebit. What the fuck? What the fuck? Oh, 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 du arme Sau, du. What you say? Und ich krieg nicht mal. Oh, doch, ich hab's hingekriegt. Och, komm, Daniel, Alter, du dummer Idiot. Echt jetzt? Hat er keinen Bock zu rennen? Ist ihm zu anstrengend. So, und hier aufpassen. Die Rolling Stones gehen nämlich wieder auf Tour. Thank you.
gucke, ob ich noch ein paar Seelen habe, die ich abschlabbern kann. Oh mein Gott. Ja, was, mein Gott? Alter. Geht's noch? Jawohl, der hängt gut ab, hä? They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Okay, jetzt werde ich epische Musik einspielen und werde gegen den Typ kämpfen. Aber vorher Games Code. Am besten die Musik von Star Wars, so ein Endkampf, das wäre geil. Komm, 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 komm! Ach komm, Alter! Du behinderte Bitch! Hier nochmal, ein ganz dicker. Ah, ich habe glaube ich noch eine Feuerbombe. Da könnt ihr nämlich das hier machen. Jawohl, du Bitch. Da liegt wieder jemand versteckt. Nämlich so ein Speerspast. Ich hasse die, wie ihr wisst. Deswegen, Alter, deswegen hasse ich die so. Wenn wir uns jetzt teleportieren, verschwindet jetzt die nette Dame und geht nach Majula. Da ist sie weg. Und wir treffen sie in Majula. Also ihr wisst, wie schnell sie unterwegs ist. Sie kann schneller rennen, als wir uns teleportieren können. Und da sitzt sie. Vorsichtig. Hier könnt ihr nämlich gut Tango spielen mit der Turtle. Tango, Tango, Mangalena. Und wenn jetzt nicht die andere dazu kommen würde. Haha, da ist sie runtergefallen. Die dumme Schildkröte. Du blöde Sau. Aber heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Special Guest da, und zwar meinen Cousin Timo. Hi Timo. Hi. Aber ich will hoffen, dass das mich jetzt überzeugt. Glaub mir, das wird das, weil man stirbt zwar auch oft, aber ist nicht so wie bei anderen Spielen. Das kennst du ja, wenn man tausendmal stirbt, dann ja, fick das Spiel, Call of Duty, lutsch Schwänze und man hat keinen Bock mehr. Ist auf jeden Fall kein einfacher Gegner. Oh, nein! Da hat er wieder seinen Lümmel in dich reingerammt. Ich muss mich nochmal heilen. Ist ganz weg. Oh, wow, wow. Wow. Da ist es um dich geschehen. Ey, Alter, ja. Halt doch's Maul. Jetzt nochmal in der Zeitlupe, wie er mich gebumst hat mit seinem Schild. Ich hab mich weggerollt und der trotzdem gibt mir noch einen mit. Ja, viel Erfolg. Ja, hängt jetzt so an dir. Ich hau den jetzt weg. Am Ende stirbst du schon an den Speerspackos. Ja. Guck, du hast es beredet, ey. Oh, fick! Oh, shit! Da war er mich. Knapp, ey. Nett, nett! Oh, ey, Head, du bist noch auf dem Heilstein. Der ist für den Arsch. Sicher? Nein, nicht den Heilstein benutzen. Der ist viel zu schwach. Was soll ich denn machen? Ja, auf die Heilflasche wechseln! Oh. Wechseln auf die Heilflasche! Und dann erst, wenn du Gelegenheit hast. Ja, genau. Nein! Oh. Fuck! Aber ich hab den gut gezogen. Echt so, ich glaube sogar mehr als ich. Und hier unten geht's jetzt weiter in den
Naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was hier unten so ist. Passt schon. Also, huch, da komme ich aus, das hängt gegen mein Mikro. Das ist doch Bullshit, Alter. Das ist doch wirklich Bullshit. Warum auch immer. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, und der ist mutig. Ja, da kriegt der Lord hart auf die Fresse. Der Ancient Lord. Und hier taucht jetzt sowas Schönes auf. Und zwar, wenn ihr die drei... Und wir werden dem Clan nicht beitreten. Wir können es, glaube ich, auch nicht. Wir haben nämlich noch keinem Spieler geholfen mit dem Let's... Oh Gott, ich hätte es beinahe gesagt. Alter Schwede, ich hätte beinahe... kurz davor. Dieses Wort mit... gesagt. Mit spitzen Gegenständen spielt man nicht. Liebe Kinder, merkt euch das. Falls ihr Kinder seid, ich mag eigentlich... vergesst es. Er stecht. Oh, da sieht man schon den Boss. How cool is this? Ein fettes Schild. Ja, das ist der Drachenreiter. Also die neuen Drachenreiter. Das eben war der Oldschool-Drachenreiter. Der wurde leider entlassen. Denn er hat am Arbeitsplatz einige Mitarbeiter belästigt. Na, mein Scherz. Da ist er. Und ihr seht, diese Kreise hier auf dem Boden, ja? Hättet ihr die Dinger nicht gezogen, wisst ihr, wo ihr dann kämpfen müsstet? Hier! Das war's. Und ihr seht sein langes Ding. That's what she said. Der andere Zugang, der jetzt schon fürs erste DLC geleakt wurde, der ist meiner Meinung nach ziemlich lächerlich. Denn die haben einfach mal eine Höhle ausgehöhlt. Eine Höhle, die so tief in der Erde ist, dass man sagen kann, sie ist scheiße tief in der Erde, ja? Du bist in dem Loch drinne, dann gehst du in ein Loch im Loch und dann im Loch gibt's noch ein Loch im Loch. Und das ist so fucking dunkel und da unten wird nur rumgespritzt. Ja, das hört schon lustig an. Aber das sind so komische Statuen und die spritzen dich die ganze Zeit voll. Die splashen voll ab. Pubertäre Scheiße, ja. Nee, aber ernsthaft, das ist so ein Gift-Level und am Ende wartet so eine Monstrosität aus World of Warcraft und hier Lucatiel aus Mira treffen wir jetzt. Und ist Kack-Level und dort haben die einfach in die Höhle noch ein Loch reingemacht mit einem Altar, wo man sich dran setzt und dann wegteleportiert wird. Völliger Bullshit. Da läuft er. Jawohl, bleib doch nicht. Danke, Auto. Jawohl, gönn dir den Shit. Und da kommt ein Hund aus Dark Souls 1. Ich weiß nicht mal, was das für Hunde sind. Ich habe mich doch schon immer in Dark Souls 1 gefragt. Das sind Demon Dogs. Demon Dogs. Ey, das ist voll der gute Name eigentlich. Demon Dogs. Das ist die Nintendogs-Version für Emos. Und Metal-Hörer. Nichts gegen euch Metal-Hörer. Habt ihr gehört, ihr seid ja meistens sogar sauliebe Leute. Die Hip-Hopper und die Aslaks sind ja meistens hier so die harten Bandagen. Oder auch nicht. Oder mit 13 einfach mal eine Topfrisur schneiden lassen. So, sprechen wir. Gavlan. Alter, roll doch. Ist hier noch nicht veranvisiert. Ja, brauche ich nicht, ich mach das so. Ist hier noch nicht veranvisiert. Ja, brauche ich nicht, ich mach das so. Keine Ausdauer. Und. Ha. Knapp. Das macht ja auch Damage. Klasse, meine Skills, Alter. Ey, so eine Kacke. Hier, wo mein Abenteuer ein Ende gefunden hat. Ja, okay, dann steht halt mal einfach drauf. Ist klar. Ist klar.
Deine Eltern haben dich wohl gut verprügelt als Kind, Junge. Fuck. Was? 17 statt 24 bei PewDieFlap. Oh. Auf, komm um die Ecke. Hat er sich geheilt, die Sau? Klar, können die auch. Nein! Lol. Da wollte ich ausweichen. Klar, können die auch. Nein! Alles klar, ich hoffe den. Nein! Nein! Nein, nicht dein Ernst. Da wurde es besiegt. So ein Dreck. Ja, und wir können zurückgehen. Mhm, verstehe. Alles klar. Ja, cool. Wollte mir nur noch eine Schelle geben. Alles klar. Wir gehen zurück zum Lagerfeuer und versuchen es direkt nochmal. Ja. Aber das seht ihr erst im nächsten Part. Haha, gut gelingt, habt ihr gedacht, ein Bosskampf am Arsch.